So spannend war schon lange kein Kleinkrieg mehr bei uns. 49,49 und 85,30% auf beiden Seiten und jeder hat noch einen Angriff offen. Wir haben noch einen RH-11-Angriff offen und der Gegner hat noch einen RH-10-Angriff offen. Beide werden sicherlich ihre Angriffe machen, aber ich denke mal, das gucken wir uns dann an, wenn es soweit gewesen ist. Aber super Spannung, bis gleich. Wir gehen direkt live in eine Verteidigung von uns rein. Die letzte halbe Stunde läuft hier. Ich sitze am Rechner und bin sowieso am Aufnehmen. Das heißt, wir nehmen den letzten Gegnerangriff hier noch mit. Und ich denke mal, wir nehmen auch unseren letzten Angriff noch mit. Wir gucken mal, ob der Gegner hier mit seinen Walküren Erfolg hat, diese Base hier zu schaffen, weil die Base ist heute echt oft angegriffen worden, bis auf 97%. Und ich hoffe, dass die Walküren hier in der Mitte jetzt nochmal schön von den Skeletten abgelenkt werden. Die Magier hier auch das Zeitliche segnen und der Golem vor allen Dingen nicht noch weiter tankt. Aber das sieht ganz gut aus. Die Queen, 14er Queen, ist natürlich nicht sehr hoch, ist jetzt schon leicht angeschlagen, kann zwar noch gezündet werden, aber hier hängt alles in den Mauern und ich denke mal, das wird kein Prozent mehr werden. Das ist ein Rathaus 10 auf Rathaus 9, aber der Rathaus 10 hat auch erst 220 Truppen und noch längst keine Truppe irgendwo auf Max. Zudem sind die Helden auch nicht so gut. Ich würde sagen, das wird nichts und hier können wir schon rausschalten. Es bleibt also bei 49,49 und prozentual hat sich nichts getan. Das heißt, letztendlich müssen wir auf dieser Seite hier eine dieser Bases hier dreiern. Ich denke mal, dass sich der Oleg, der bei uns den Angriff noch offen hat, hier die 12 raussuchen wird. Mehr Prozente könnten es natürlich bei der 9 werden, bei 3 Sternen. Aber das gucken wir uns gleich an. Bis gleich zum letzten Angriff dieses CKs. Und wir sind live dabei, wie der Oleg sich für die 8 entscheidet. Ich weiß gar nicht, wie der Oleg auf die 8 kommt. Oh Mann. Oh. Mit Bola und Drachen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozente schon auf der 8 waren. Wir brauchen ja nur ein paar mehr Prozente, mehr nicht. Wir brauchen nur mehr Prozente. Da hätte sich sicherlich die 9 viel, viel besser angeboten, denn dort mehr als 2 Sterne zu machen und ein paar Haufen mehr Prozente als der Avatar wären sicherlich viel, viel einfacher gewesen an dieser Stelle hier. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, wir haben den ganzen Tag in den Chat geschrieben, 9 oder 12 oder 11, ein RH9. Ja, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, weil hier geht nichts in die Mitte. Null, nickes. Und ja, ihr hört's, ich klinge jetzt schon verzweifelt. Ich weiß nicht, wie Olli das hier jetzt noch schaffen will, aber ich weiß, dass gerade mein Clanchef wahrscheinlich die Augen zumacht, weiß ich nicht, dass das Handy wegschmeißt. Ja, was soll ich? Ich kann da nichts zu sagen. Ich weiß nicht, was Olli hier geritten hat, diese eigentlich schwere Base zu machen. Was heißt schwere Base? Für einen Elfer vielleicht nicht unbedingt schwer. Aber diese Drachenangriffe können auch mal daneben gehen, wie wir hier sehen. Und prozentual wird uns das natürlich nicht weiterbringen, weil ich glaube, auf dieser Base waren 2 Sterne drauf. Und hier hätte nur noch der dritte Stern mit etwas mehr Prozent dann geholfen oder halt der dritte Stern. Das hilft nicht, das ist ein Unentschieden. Das ist ein Unentschieden. Okay, das ist ein Draw. Da kann man nichts machen. Das war ein verspielter, ein vertaner Angriff und ein eigentlich relativ sicher gewonnener CK, wenn man hier die richtigen Bases am Ende auch macht. Ich kann es euch nicht sagen, was Olli geritten hat, hier mehr Prozente rauszuholen bei dieser,
Ja, ich will jetzt nicht sagen schwereren Base, wir gucken uns die Base einfach mal an. Hier sind auch nur Level 1 Infernos. Ja, aber bei der 9, da sind hier die Helden draußen. Ja, da sind die Helden draußen. Da haben wir hier noch nicht so einen fetten X-Bogen. Und ich glaube, der hat hier auch längst nicht, wenn Olli die Angriffe geguckt hätte, voll ausgebaute Teslas. Und wenn wir jetzt noch weiter gucken, wir haben hier unten noch 9er Bases, die offen sind. Das ist die 11 hier, die offen ist. Und ich glaube, die 12 ist auch noch auf. Das ist zwar ein RH10, aber es ist ein 9,5er. Und das wäre sicherlich die bessere Wahl gewesen an der Stelle. Also die 9 hätte die paar Prozente mehr gebracht. 57, ich meine, das war der beschissene Angriff von mir gestern Abend von Avatar. Mit den geretteten 57%. Naja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos und mache nur kurze Cutpause. Was wollen wir heute eigentlich machen? Wir gucken uns den aktuellen Event an, nämlich den Klonspell-Event. Ich habe schon ein paar Truppen ausgebildet, nämlich im ersten Angriff habe ich gedacht, machen wir einen schönen Go-Lohn-Angriff oder einen La-Lohn-Angriff ist es ja. Und ich habe schon für den zweiten Angriff auch vorbereitet, mal solche Truppen und dann sprechen wir auch kurz mal über den Klonzauber, wie der eigentlich funktioniert. Bis gleich. Ich bin immer noch ganz hin und her gerissen vom Ausgang des CKs, aber was ich vergessen habe, ich heiße euch ganz herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Two Warriors. Und wir haben ja gesehen, wir haben uns ein Unentschieden eingefangen, ein unnötiges Unentschieden. Und ich werde gleich am Ende aber nochmal den einen oder anderen Kampf sicherlich zeigen. Wollte aber nochmal auf dieses Klonzauber-Event eingehen, was ich eigentlich mal wieder schade finde, denn es können nicht alle Rathäuser daran teilnehmen. Also Klonzauber hat man erst ab RH10, das heißt also eigentlich kann man das Event auch RH10-11 nennen, Event nennen oder irgendwie, weil man kann ihn ja auch nicht tauschen oder beziehungsweise spenden oder beziehungsweise den RHL-Wand kann man natürlich spenden, aber den kleineren Rathäusern nicht. Deswegen ist das auch wieder eigentlich ein schade Event, dass nicht so viel daran teilnehmen können. Ich hatte ja schon angekündigt, ich habe eine Truppe fertig und die wollen wir jetzt auch mal verheizen. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes, ich möchte nämlich auch ein bisschen Lot haben, denn ich habe wirklich wenig angegriffen. Wir haben viel diskutiert, natürlich über den CK und während wir so diskutiert haben und uns geschrieben haben, telefoniert haben, sind die Angriffe einfach irgendwo stehen geblieben. Ich wollte eigentlich ein schönes RH10 mit diesem mit dem Truppen machen. Und wir gucken mal, was wir da eigentlich reißen können. So einer sieht eigentlich schon gut aus. Ach, wisst ihr was? Den machen wir einfach. Den machen wir einfach. Denn ich weiß zwar jetzt nicht, ob ich Ah, doch, die beiden Lars, die kriege ich mit meiner Bogenschützenkönigin. Denke ich mal, schaffen wir hier den King ganz locker und wir schaffen hoffentlich die beiden Lars. Also, das wäre jetzt ein Wunder, wenn wir jetzt nur eine davon schaffen. Ich hoffe, die Queen geht jetzt. Ich habe ja nichts für ein Rest-Clean-Up oder so und wollte ja eigentlich nur auch dieses Event oder in diesem Event mal den Zauber klonen. Weiß jetzt auch nicht, ob da irgendwo ein Hock rauskommt. Das Doofe ist natürlich, dass wenn ich jetzt hier einen Hock reinschicke, dann habe ich nichts mehr, wo ich überhaupt hier mit cleanen kann. Ach, ich habe es mir schon gedacht, da kommt jetzt so eine ganze Masse Magier auch noch raus. Das ist natürlich scheiße. Das ist richtig scheiße für mich. Aber die Queen schafft es. Die Queen hat es geschafft, okay. Dann gucke ich mal, wo die anderen beiden Lars hier sind. Ah, eine ist unten bei der Queen. Die lassen wir mal ganz in Ruhe. Dann nehmen wir uns mal mit zwei Hunden, würde ich sagen, die La hier vor. Spammen hier unsere Loons hier mal rum. Und denn die fliegen natürlich gleich ganz einmal quer über die Base zur anderen La, was ja eigentlich scheiße ist, da hinten eine Prinzessin lauert auf uns. Aber für die lasse ich mir auch noch was einfallen. Ich schicke jetzt einfach die Hunde hier nochmal komplett durch und klone jetzt gleich unsere Truppen einmal, nämlich jetzt klone ich die Loons einmal durch und ich muss mir hier jetzt was für die Queen einfallen lassen, da machen wir das doch einfach mal so. Hier haben wir noch eine Clanburg dabei,
Der Angriff war jetzt nicht so wirklich schön, aber mal gucken, ob die Loons hier noch ganz gemütlich durch die Base fliegen können. Hier sehen wir übrigens noch geklonte Loons. Da sieht man den jetzt ganz deutlich. Oh, die sind ganz schön weit gekommen. Und die anderen kommen jetzt natürlich nicht mehr ganz so weit. Das war eher ein suboptimaler Angriff, weil ich habe auch Folgendes nicht beachtet. Die Feger, guckt euch mal die Feger an. Die boosten natürlich immer schön meine Ballons jetzt weg und die doch schon sehr starken Level 13 Bogenschützentürme geben meinen Loons jetzt hier den Rest. Ja, das war ein Stern, aber letztendlich wollte ich ja das Funktionieren des Klonzaubers zeigen und ich finde, auf 1 hat man den ja gerade mal so als RH10. Ich habe den noch nicht gelevelt. Vom Lot wollen wir hier jetzt mal nicht sprechen. Aber das ist mir jetzt auch egal gewesen. Letztendlich wollte ich ja den Klonzauber erklären. Und auf 1 habe ich immerhin 4 Loons mehr in der Base und wir haben ja gesehen, die können ganz schon lange überleben, wenn sie denn zum Überleben kommen. Jetzt hat mir natürlich ein bisschen der Feger dazwischen gehauen. Ich hätte vielleicht die anderen Loons dann anders setzen können, als die Queen unten schon down war und hätte die restlichen CK-Loons vermutlich auf die La einfach fliegen lassen sollen. Dann hätte ich den Feger im Nacken gehabt, aber so war das jetzt ein eher nicht so schöner Angriff, aber wir haben gewonnen. Und ich habe meine nächste Truppe ja schon fertig, fordere jetzt aber mal wieder etwas an, und zwar irgendwas und Griffzauber ist immer gut. Wir machen hier einmal die Truppe nach und gucken jetzt doch nochmal in den vergangenen Clankrieg rein. Wir gucken ins Kriegslog. Einen grauen Eintrag haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Und der Clankrieg war von unserer Seite eigentlich aus schlecht. Kann man nicht anders sagen. Der RH9-Bereich hat ganz schlecht angegriffen. Ich muss es einfach mal so sagen. Sonst sage ich ja eher immer so mal suboptimal oder nicht so schön, aber das war wirklich schlecht. Und uns fehlten ja schon 4 Angriffe hier unten, das hatte ich ja gesagt. Ja, O und Barfuß sind halt eher Achter, da kannst du hier unten nichts reißen. Da geht auch im unteren Bereich nicht mehr als 2 Sterne, wenn überhaupt. Und die unteren Bases waren hier schon sehr stark. Also 18 war ja sehr, sehr lange auf, 17 war sehr, sehr lange auf. Und ihr seht das selber, von wem die gemacht wurden. 8 auf 18, RH10. 6 auf 17, auch ein RH10. Also von RH8 gibt es hier nicht so viel zu berichten, was 3 Sterne sind. Wir können hier aber trotzdem mal reinschauen, wie sich denn bessere RH8er geschlagen haben oder tagesfittere, je nachdem, wie man das nennen will. Auch ich hatte mit Avatar im zweiten Angriff nicht gut angegriffen, muss ich sagen. Es war einfach eigentlich eine Base, die wir auch haben und die mir sogar jemand vorgemacht hat, einen Angriff vorher, nämlich die Base von Ragnar. Aber ich habe es trotzdem nicht so gemacht, weil dort doch eine 20er Queen in der Mitte stand und nicht wie bei Ragnar eine 9er Queen. Und deswegen hatte ich mich doch für einen Gola-Loon entschieden, habe nur irgendwo um die 80% oder so geholt, weil die Loons viel zu lange geflogen sind, beziehungsweise die Loons waren etwas vor den Hunden und haben dann schon Beschuss gekriegt. Das war eher suboptimal, aber hier von Hater 9 auf 9 war das schon in Ordnung. Und das war aber, wie gesagt, RH9 hat nicht gut gekämpft diesmal bei uns. Also es lag nicht an den 4 Angriffen, die wir jetzt nicht in Anspruch nehmen konnten, weil wir halt unten keine RH9 hatten. Aber die Bases waren relativ, oder sie waren relativ gut. Und ja, ihr seht es selber auch hier wieder 7 auf 15. Wir haben einfach oben nur die Bases, die 9er Bases oder die 9 halber hier mit 10er Chars zu bekommen. Haben ja allerdings auch ein bisschen Pech gehabt, 99%. Ja, okay, dann das Dilemma am Ende war, dass das eigentlich tatsächlich auf diese Base hätte angegriffen werden sollen, denn wir hätten 57,5% gereicht und die Base, ich hatte sie ja vorher, glaube ich, schon gezeigt, kann man als RH11 sicherlich mit Max Lufttruppen auch überfliegen. Nicht jetzt unbedingt Drachen. Ich hatte da dann eher an Hunde gedacht, weil vor allen Dingen die Queen da außen stand. Aber was willst du machen? Der CK ist aus und wir gucken uns oben nochmal 2 schöne Kämpfer an. Ne, den gucken wir uns mal nicht an, sondern wir gucken uns den Maste auf die Nummer 3 an. Der war nämlich sautknapp hier. Das ist ein RH11, was aber, glaube ich, noch nicht so lange RH11 ist, denn ich meine, der Warden ist noch auf Level 1 hier in der Base. Und dementsprechend noch nicht so stark am Verteidigen, aber natürlich 40er Helden.
Das ist schon nicht schlecht. Da hat derjenige hier, die Nummer 3, gut sein Dorf und seine Helden gemaxt. Wir sehen hier auch, die Mauern sind alle gemacht worden. Also das ist schon ein super RH10 gewesen, der auf RH11 hochgegangen ist. Und dann ist das Dorf natürlich für einen wie den Maspengo jetzt nicht so stark einzuschätzen. Man macht sich natürlich immer Gedanken, jetzt kann immer irgendwas schieflaufen. Schlechter Queenborg oder so wie hier, Mauerbrecher-Fail. Ja, dann hat man das versucht, das irgendwo dann zu kompensieren. Aber eigentlich kriegt man hier schon die Krise während des Kampfes, dass die Truppen jetzt erstmal außen rumlatschen und sich die Skellies da glücklicherweise jetzt durch die Mauer gefressen haben. Sonst wäre die Queen nämlich noch weiter rumgegangen auf den Bohrer. Das machen jetzt ein paar Skellies und so kommt er jedoch ganz gut in die Base rein. Kriegt jetzt auch die Masse seiner Truppen schön mittig hier rein versetzt und hat als Cleanup Valkyren dabei. Hat jetzt noch einen Wutzauber und einen Postzauber. Ich habe den Angriff, glaube ich, doch, ich hatte ihn live gesehen, aber nicht alles. Ich sehe jetzt erstmal den Anfang, kann jetzt aber schon schön die Valkyren schicken. Da gehen ja auch schon so ein paar in die Mitte. Die Infernos sind ein bisschen abgelenkt nach außen. Sie können also nicht alle nach innen reingehen. Ein Inferno schön gefrostet. Den einen Inferno machen jetzt die Valkyren, schaffen die auch noch den zweiten. Ja, das packen die auch noch. Super, und dann hüppeln die weiter. Lenken jetzt die Def auch schön ab. Und am Ende es war nicht die Zeit, sondern die Heiler heilen hier jetzt die Valkyren. Was nicht schlecht ist, die kommen nämlich noch relativ weit, aber es hätte vielleicht dann vor allen Dingen, als sie dann Beschuss bekommen hat, die Queen weiter geheilt werden müssen. Das machen die Heiler, fliegen jetzt natürlich auch in die Range des X-Bogen rein. Und jetzt wird zwar nochmal die Queen durchgeheilt, aber von einem Heiler, der jetzt auch weg ist. Dann wird schon schwer, da stehen jetzt noch scharfe und starke F-Gebäude, die Queen kriegt den vollen Beschuss und stirbt dann leider am Ende. Der Borden kann dann auch nichts mehr reißen, weil er dafür dann viel zu wenig Damage-Output hat, um hier jetzt einen X-Bogen oder noch einen Bogenschützenturm hinzumachen, zumal da noch ein dickes Lager vor ist. Also das war dann am Ende eher unglücklich, aber das war, ich glaube, das war unser 49-49. Und mit dem 3-Stern hätten wir hier schon geführt, aber es war 49-49. Und dann kam halt das kleine Plan-Drama, was jetzt für uns erstmal aus der Welt ist. Ich hatte schon gesagt, es ist nur ein Spiel. Wir machen da nicht jemanden nicht den Vorwurf, aber den CK hätten wir locker gewinnen können. Denn in seiner Taktik hat der, ich weiß auch nicht, was den Feind da geritten hat. Der Neuner, der als letztes noch angegriffen hat, war auch zwischenzeitlich mal aus dem Plan raus. Und der Barfuß musste hier einen Angriff vom Vierer hinnehmen. Das heißt also, ja, das ist ja auch mal witzig zu sehen hier. So ein gestandener Rathaus 11, ja, ich weiß, er hatte keinen Warden. Er war extrem geschwächt. Ja, also da war natürlich der Chief als Nummer 19 genau die richtige Base, die man gerade so schaffen kann. Mit Max-Truppen und 40er Helden, also das war jetzt schon ein knappes Ding sicherlich. Ich mache den mal auf vierfach, ich habe den nämlich auch noch nicht gesehen. Und da weiß ich auch nicht, was den Vierer geritten hat, denn der hätte locker bei uns bei einem RH10er vielleicht einen Dreier geholt oder noch ein 2-Sterne auf eine eingesternte Base bei uns oben. Ich muss mal gucken, ich glaube, der Lukas hat bei uns nämlich auch nur einen kassiert. Und hier hätte locker so ein Elfer vielleicht einen 2. Stern eher geholt. Aber so hat er sich entschieden, den Barfuß zu machen. Das waren nämlich 3 Sterne, klar. Nur hatten da noch 10er und 9er ein paar Angriffe offen. Soweit, so gut. Wir können es nicht ändern. Wir haben ein Unentschieden eingefahren. Und ich würde sagen, ich mache noch gleich einen Angriff mit der Klonzauberarmee und lasse die Queen jetzt kurz pennen. Mache jetzt nochmal eine kurze Getränkeholpause und dann gleich den zweiten Angriff. Bis gleich. Da sind wir wieder live mit dem zweiten Angriff, was heißt live, mein zweiter Angriff mit den Klonzaubern. Und ich würde aber sagen, ich wechsle mal eben auf das Tablet, denn am Tablet lässt sich einfacher angreifen. Ich kann die Truppen viel, viel besser setzen und habe so immer so ein bisschen mehr
Gefühl und Handling dafür. Deswegen wechseln wir mal eben auf den Thorsten-Account am Tablet. Dazu lade ich das mal eben, muss das eben einmal bestätigen und dann geht uns das natürlich hier jetzt weg. Das macht aber nichts, weil wir sind jetzt sofort auf dem Gerät hier und direkt in meinem Dorf wieder. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir suchen uns mal fix einen Gegner raus und gucken, welche Gruppen wir denn jetzt klonen können. Also ich tendiere ja dazu, dass wir eher die Bowler klonen, weil wir kriegen von den Walküren einfach viel zu wenig geklont. Und dementsprechend ist das ein bisschen dünn, was wir da klonen können. Also höchstens zwei Truppen. Bei den Bowlern sind es, glaube ich, immerhin 6, 12, 18, 3 Stück. Das heißt, wir kriegen ein paar Bowler mehr rein. Das ist ja mal ein RH9 hier. Nee, das ist sogar ein RH10, ganz frischer. Den nehmen wir mir mit. Wir haben zwei Golems dabei zum Tanken. Wir haben noch ein paar Bowler und ein paar Barbaren und Bogenschützen in der Clanburg. Und ich würde sagen, ich komme nicht der Queen entgegen. Die lassen wir da unten mal. Allerdings sind natürlich auf der Höhe die Lager. Wir gehen einfach mal über Eck rein. Wir schicken mal unsere beiden Golems vor, ziehen jetzt die Magier hier hinter den King her, was wir natürlich jetzt gar nicht haben. Das ist richtige Kacke. Wir haben überhaupt keine Mauerbrecher. Ich habe Mauerbrecher vergessen. Hurra! Das ist natürlich mal richtig scheiße. Und ich hoffe, dass die hier jetzt wenigstens rüberspringen. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Dann hauen wir hier die Walküren mal direkt mit rein ins Getummel und gucken mal, wo sich die Gruppen jetzt reinbewegen. Hier hauen wir jetzt mal den Klonspell rein. Hier nehmen wir den Wut mit rein. Und da sehen wir schön die geklonten Bowler hier. Ich mache das mal ein bisschen größer. Hier sieht man die jetzt richtig schick. Ja, das sieht gut aus. Die sind immer noch dabei. Je nachdem, wie gut der Klonzauber gelevelt ist, desto länger hält er halt, wenn die Truppen überleben. Aber hier sieht er immer noch geklonte Bowler. Und die sind ja so ein bisschen heller. Ich gehe hier mal richtig nah rein. Da sieht man jetzt richtig deutlich die geklonten Bowler. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass ich so gut durch die Base gehe. Okay, das ist mal zwar kein Overkill, aber das ist mal ein gelungener Angriff hier, obwohl ich die Mauerbrecher vergessen habe. Und, das war schon. Ich habe sogar die Queen nicht mal zünden müssen. Richtig guter Lot. Ja, sauber. Mensch, das ist ein guter Angriff hier. Das rundet diese Folge zumindest ab. Wir haben auch einen Bonus einkassiert. Und ich würde kurz nochmal auf das andere Dorf wechseln. Hier reconnecten wir einfach mal, denn dann kann ich wieder normal in den Monitor reinschauen. Und ich würde sagen, von dieser Folge war es das. Wir haben wieder einen neuen Clankrieg. Ich gehe jetzt aber noch nicht rein. Ich lasse mich da überraschen. Habe aber für morgen mal eine Folge vorbereitet mit 2, 3 Legendenkämpfen. Wir haben nämlich ja schon seit etwas längeren jemanden dabei, der in der Legendenliga spielt. Das ist bei uns auch eher unüblich, aber ich möchte trotzdem mal ein paar Kämpfe von ihm zeigen in den Legendenliga gegen Titan und gegen Legendenspieler, sodass wir sowas hier auch mal mit reinkriegen. Man guckt das ja auch ganz gerne. Ich gucke das auch ganz gerne. Deswegen frage ich natürlich immer wieder, sag ich mal, eine Wiederholung. Ja, nicht nur, dass wir mal was sehen, sondern dass wir auch mal wissen, wie geht es da oben eigentlich ab. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ist jetzt ein bisschen gemischt gewesen, weil der CK halt doch sehr, sehr spannend war. Und wir haben natürlich das Klonzauber-Event, was ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal rechts unten, kommt das gleich ins Bild, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und dann sehen wir uns morgen in einer weiteren Folge wieder, wenn es heißt, der Toto lächelt.